Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Diese Kamera, genauso wie im letzten Video, das letzte Video rechts oben beim i verlinkt, nehme ich jetzt direkt quasi im Anschluss dieses hier auf. Im letzten Video lief es ja gar nicht so schlecht. Wir haben im letzten Video zweimal gewinnen können, einmal gegen Augsburg und einmal in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Und das gegen Ajax Amsterdam war ganz, ganz wichtig, weil dadurch sind wir jetzt Erster in der Gruppenphase und sind sicher in der Gruppenphase weiter. Im Verlauf des heutigen, in der heutigen Folge erfahren wir dann hoffentlich noch, gegen wen wir in der Champions League ran müssen. Und ansonsten schauen wir mal. Wir haben ein Trainerangebot, wir haben Verhandlungen, also ganz, ganz verrückt. Apropos Verhandlungen, bitte unbedingt schreibt mir in die Kommentare, welche Spieler wir uns kaufen sollen, ja. Wir werden gleich sehen, wir haben ein Transferangebot für Jan Fiete Arp bekommen und den werde ich wahrscheinlich auch verkaufen, denn den setze ich eh nie ein. Also ich habe ihn so, so selten eingesetzt und ich würde gerne in der Transferphase lieber einen neuen Stürmer kaufen, der Ersatz für Lewandowski quasi spielt, der besser als Arp ist, aber schlechter als Lewandowski. Und ja, da bin ich mal gespannt, was ihr mir da in die Kommentare reinschreibt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich ganz, ganz viele andere Vorschläge auch reinschreiben. Ach, und übrigens, wenn ihr schon unten bei den Kommentaren seid, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Letztes Mal habe ich vorgegeben 50 Likes. Ich weiß natürlich noch nicht, ob wir es geschafft haben oder nicht, weil ich das jetzt direkt im Anschluss aufnehme. Aber ich glaube an euch, die 50 im letzten haben wir bestimmt geschafft. Aber ob wir heute 60 Likes schaffen? Das ist die Frage. Also unbedingt Daumen nach oben, damit wir die 60 auch packen. Wir steigern uns quasi immer. Das wäre krass, die 10er Schritte zu steigern. Das wäre heftig. Also bitte einfach mal einen Daumen, bitte einfach mal eine Bewertung da lassen. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dieser Folge. Wir schauen mal rein. Boateng haben wir ja schon verkauft. Das ist ja das nächste. Jerome Boateng ist verkauft. Das heißt, wir bräuchten vielleicht auch noch einen Innenverteidiger. Auch da vielleicht mal was reinschreiben. Ich habe an Upamecano gedacht, vielleicht ist das realistisch, vielleicht findet ihr das cool. Ansonsten, also dann schreibt mir das bitte rein, wenn ihr das cool findet, ansonsten natürlich auch andere Vorschläge gerne. Solche Spiele wie hier, das ist, ja, naja, was soll ich denn hier machen? Also Früchtel brauche ich nicht, da können wir akzeptieren, verkaufen und so. Also mir ist das eigentlich relativ egal, ich spiele mit den Spielern eh nicht. Und Jan Fiete Arp, das ist krass, denn für Jan Fiete Arp hat Crystal Palace 20 Millionen geboten. Wir machen einfach mal 23 Millionen. Keine Ahnung, vielleicht antworten sie und machen das Ganze. Wir haben 3 Millionen draufgeschlagen, die könnten wir gebrauchen. Unser Transferbudget, haben wir übrigens gerade gesehen, ist 88 Millionen. Vielleicht geht da noch ein bisschen was. Und außerdem habe ich noch was ganz anderes bekommen. Aber nein, das werde ich nicht machen. Paris Saint-Germain hat angefragt, ob ich bei ihnen Trainer sein möchte. Die brauchen offensichtlich einen Trainer und wollen mich haben, machen wir aber nicht. Also selbst wenn einige von euch vielleicht Paris cool fänden und sagen, ja, ein Wechsel wäre doch auch ganz interessant. Nein, wir machen das ganz traditionell hier weiter mit den Bayern und ich habe ja noch nicht mal die Hälfte der Saison rum. Ich möchte schon mindestens die ganze Saison spielen und dann erst überlegen, ob ich wechsle, wobei ich dann auch lieber noch bei Bayern bleiben würde. Ihr seht da hinten Bayern-Kalender. Bayern-Kalender, von daher machen wir so. Ja, auswärts Paderborn ist unser erstes Spiel, weil ich gerade noch mal in der Aufstellung natürlich drin war. ZDM, also defensives Mittelfeld und theoretisch auch Rechtsverteidiger, bräuchten wir auch vielleicht eine Alternative. Also ich habe ganz, ganz viele Wünsche und Vorstellungen. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Solche Mannschaften wie Paderborn, egal wo die in der Tabelle stehen, die sollte man nie unterschätzen, die spielen immer richtig gut und auch in echt, ja, die Bayern haben ja immer Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt sind sie hier auch noch Platz 9 in der Tabelle, also das heißt, die zeigen wirklich gute Ergebnisse und das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, ja. Und es ist drinnen! Philipp Coutinho, wie knapp war das denn? Der ist ja so unter der Latte reingegangen, das war ja... Millimeter waren das. Guck dir das an, aber das war gut, aus so einem Freistoß. Also die Flanke war schon ganz, ganz knapp, dass die überhaupt noch ankommt. Ich dachte nicht, dass der reingeht. Ohne Spaß, in der Wiederholung sieht man es jetzt, es war gar nicht so, wie ich das jetzt sage, mit Millimeter.
Der war ganz normal einfach rein, aber also ich dachte nicht, dass der reingeht. Entweder Torwart oder Latte drüber irgendwas, aber rein, boah, krass. Sehr stark. Niklas Süle macht das brutal, aber brutal gut auch. Ah, ich hab gerade auf Schießen gedrückt. Oh, scheiße. Und Süle und Neuer kickt den ganz lässig weg, als wäre das gar nichts. Das sah gut aus. Ja, 1:0 zur Halbzeit. 5. Minute haben wir das gemacht mit Coutinho und das war natürlich wichtig. Ist kein einfaches Spiel, das wusste ich schon. Aber ich bin überrascht und natürlich auch glücklich, dass wir das 1:0 gemacht haben. Und das hält uns jetzt so ein bisschen am Leben, das ist gut. Was ist das denn? Was ist das denn? Wieder kurz nach Anpfiff, sogar noch schneller jetzt. Uhuhu, leck mich am Arsch, war das ein Ding. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Thiago, Alter, what the heck? Und jetzt kommt Paderborn und Neuer. Alter, der Typ gefällt mir. In den letzten beiden Folgen richtig, richtig gut. Ich habe ja immer gemeckert über ihn. Aber er gefällt mir. Er hält ein paar Dinger. Das ist nicht schlecht. Und die Parade war auch echt gut. Jawoll! 3:0. Das ist ein Spiel mit wenig Highlights. Aber wenn eins kommt, dann meistens von uns und meistens ist er drin. Bergesic eingewechselt, hat hier ein paar Probleme gehabt, sich da durchzusetzen, aber er hat es dann geschafft und ja, was soll ich sagen, kurze Ecke war frei, war nicht schlecht, war gut gemacht und damit steht es 3:0, das ist ein schönes Ergebnis für dieses doch recht ja, spannende Spiel. Ja, 4:0, das ist doch nicht beim 3:0 beim schönen Ergebnis geblieben, es ist ein 4:0. Ne, nehme ich natürlich aber mit, also jetzt sagen eigentlich, ich freue mich nicht richtig, aber wenn es läuft und ich weiß, das Spiel ist eigentlich schon gewonnen, ja, ob ich jetzt 3:0 oder 4:0 mache, ich finde es super, also ist super gemacht, hier in den Rückraum gespielt und ja, das hat gut funktioniert, ich fand es auch geil, wie der eine sich richtig reingeschmissen hat, das sah super aus, aber ja, ansonsten ist das Spiel dann, denke ich, damit auch durch. Relativ gelungen der Auftritt, 4:0 gegen Paderborn, das kann man machen und das war oh, schön, also das von Thiago leckt mich am Arsch, das war, Alter, das war heftig, das war richtig, richtig heftig, ich könnte mal bewerten, rechts um meinem i, ein bisschen zu spät jetzt fast schon, aber ihr könnt es trotzdem gerne machen, rechts um meinem i gerne mal bewerten, wie geil fandet ihr dieses Tor. Ja, die Transferphase ist ja gar nicht offen, aber wir bekommen die ganze Zeit Angebote, also behindert oder so. Ne, keine Ahnung, also Javi Martinez will ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Für den haben wir gerade ein Angebot bekommen. Ja, auf jeden Fall können wir mal gucken, wo ist Jan Fiete Arp. Das wurde auf jeden Fall angenommen. Hier ist es. Jan Fiete Arp wurde angenommen, 23 Millionen, deswegen Bedingungen akzeptieren. 23 Millionen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und deswegen sehen wir es jetzt, das neue Transferbudget beträgt 111 Millionen und mit diesen 111 Mille können wir, denke ich, gut einkaufen. Ich möchte eigentlich nicht mehr verkaufen, so die anderen Spieler will ich alle behalten, fast alle. Und ja, wir brauchen halt ganz, ganz viele Spieler, also wir brauchen locker 4 Spieler oder so. Und das ist stattlich, da brauchen wir die 111 Millionen auf jeden Fall. So Leute, wir starten rein gegen Schalke, Goretzka spielt natürlich und ich habe gesehen, Goretzka hat... Als ob ich jetzt gefoult hätte. Was? Okay. Okay, nice. Das war übrigens Goretzka, den ich gerade ansprechen wollte, denn der hat sein gelbe Kartenlimit bald überschritten. Also, wenn er jetzt noch eine gelbe Karte kriegt, dann fehlt er mal für ein Spiel. Ist jetzt nicht so, dass es schlimm wäre oder so, aber das ist halt perfekt für dieses Spiel, weil er wird wahrscheinlich eine gelbe Karte bekommen. Hier war ja schon die erste Kollision quasi. Oh, 1:0 Schalke. Ja, die spielen irgendwie gut. Ich weiß nicht warum. Das ist nicht so geil eigentlich.
Also am Anfang war ich besser, die ersten Minuten, aber ja, nicht lange genug halt, ne? Und wenn ich dann nicht das Tor mache, dann werden die halt irgendwann besser und das ist jetzt schon lange so, also ich komme fast zu gar nichts mehr. Und jetzt haut er ihn da noch rein, 30. Minute, 1-0 Burgstaller. Ja, nicht so cool. Jawohl! Direkte Antwort, Ausgleich, Robert Lewandowski. 1:1, 2 Minuten später macht Robert Lewandowski das Tor. Den hätte Nübel eigentlich halten müssen. Genau deswegen hat Bayern ihn gekauft. Wir können ihn auch gerne kaufen, wenn ihr wollt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, keine Ahnung, aber war nicht schlecht. Der Torwart hat halt nur nichts gesehen und nicht gut reagiert dementsprechend. Jawohl! Thomas Müller einfach mal draufhalten! Yes! Das ist ganz nett. Vor der Halbzeit das Spiel noch gedreht. Ja, Mann, was ist da denn los? Das ist nice. Ja, das gefällt mir. Das ist richtig gut. Alles nicht schlecht gewesen. Ja, oder Schuss. Ja, jetzt pfeift er wahrscheinlich, aber es ist nervig. Naja, egal. Nehmen wir trotzdem mit. 2:1 führen wir, aber wir hätten da vielleicht auch noch was machen können jetzt. Weniger Ballbesitzer, also sie haben oft wirklich lange den Ball gehabt. Aber wir haben es wieder geschafft, mehr Schüsse, mehr Tore zu erzielen. Und das ist ja die Hauptsache. Ja. Das war nicht geplant. 2:2. Ich habe den Torwart angewählt. Kann man machen, wenn man es kann. Muss man aber nicht. Ich habe das noch nie in PES ausprobiert. Jetzt schon. Den Torwart anzuwählen. Ich habe nur gesehen, dass er extrem schlecht stand. Also, wenn so ein langer Wechsel kommt und so, und dass er stand nicht im kurzen Eck. Deswegen wollte ich ihn da ein bisschen rüberziehen, aber das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und so steht es wieder 2:2. So jetzt, Müller, 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 Müller. Das ist mir scheißegal, wenn ich jetzt noch eins kassiere. Das passiert wahrscheinlich jetzt, wenn ich hochstelle. Aber ich stelle auf volle Offensive. Und das auch knapp. 3 Minuten noch zu spielen. Es steht 2:2. Er regt sich zu Recht auf. Das gibt's nicht. Ich krieg den Ball nicht. Die verwalten so krass. Das ist so heftig. Die haben mega viel Ballbesitz. Habt ihr ja vorhin schon gesehen. Und ich kriege ihn auch hier nicht, den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's jetzt noch. Ich krieg den Ball nicht. Ich kriege ihn nicht. Immer Schalke hat ihn. Und die haben natürlich Zeit und machen noch ein Tor. Es ist typisch. Raman. 3:2. Schalke besiegt uns in der Nachspielzeit. Ja, ich habe es vorhin gesagt, das passiert wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch, wenn man auch natürlich auf sehr offensiv stellt. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, da ich ja auch noch ein paar neue Wechsel getätigt habe jetzt dann endlich, dass ich da vorne ein bisschen noch was machen kann. Aber sofern ich natürlich hinten überhaupt nicht mehr an den Ball komme. Jetzt parken sie natürlich den Bus, ist ja ganz klar. Ja, da war die letzte Chance. Aber auch den bekomme ich nicht über die Linie. So, die letzte Ecke. Die lassen wir nicht ihn schießen, die lassen wir Thiago schießen. Das ist die letzte Möglichkeit. Neuer ist mit vorne. Ich weiß nicht warum, Leute. Aber Manuel Neuer ist mit vorne. Und Schalke gewinnt. Das war
sowas von knapp, die Ecke. Die war eigentlich super. Und die hätte auch reingehen können, aber irgendwie sollte es nicht sein. Also haben wir mal wieder verloren. Und naja, sie haben viel verwandelt, viel Ballbesitz gehabt. Und ja, das hat mir dann am Ende auch ein bisschen alles versaut, sagen wir es mal so. Ein bisschen alles versaut. Ich bin jetzt traurig, Leute. Ich bin sehr, sehr traurig. Ihr könnt mich aufmuntern, indem ihr einfach nochmal ein Like da lasst. Ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt und mir ganz viele Vorschläge macht für die Transfer-Winterphase. Jetzt steht es endlich fest, Arsenal ist unser Gegner in der Champions League. K.O.-Runde, das dauert noch ein bisschen, hier ist noch einiges vor dem Spiel. Aber wir spielen zuerst auswärts, das heißt Auswärtstore sind gewünscht. Pokalspiel steht auch an gegen Frankfurt, das ist auch interessant, da sind wir glaube ich zu Hause sogar. Mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Ich freue mich, dass ihr hier wie immer eingeschaltet habt. Wie gesagt, lasst ein Abo da und ja, ansonsten sehen wir uns dann schon bald wieder in der nächsten Folge von der PES Trainer Karriere. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.